Abend, schönen guten Abend. Ich freue mich sehr, dass Sie dabei sind. Herzlich willkommen zu unserer Sendung. Schönen guten Abend in die Runde. Ich freue mich sehr, dass Sie alle da seid. Was für ein schöner Anblick. Und ich meine nicht deine Brille. Also, Franz Beckenbauer. Schönen guten Abend Ihnen zu Hause. Herzlichen Dank. Franz Beckenbauer sagte über ihn bis heute, das war der beste Spieler der Weltmeisterschaft 1990. Damals hat er nämlich den großen Maradona zum Kreisspieler degradiert und so oft von den Beinen geholt, dass es schon beim Zuschauen wehgetan hat. Und dabei stammt einer der schönsten Fußballersätze aller Zeiten gar nicht von Maradona, sondern von ihm. Und er lautet: Ich habe eine Oberschenkelzerrung im linken Fuß. Herzlich willkommen, Guido Buchmann. Schön, dass du da bist. Jawohl. Ja, Guido Buchwald, Weltmeister von 1990. Sie ist gleich zweifache Weltmeisterin und 22-fache Europameisterin. Vor genau 10 Jahren, im Sommer 2004, hat sie ihre Karriere nach Olympia in Athen beendet und schrieb sich danach ihr wahnsinniges Leben als erstes gesamtdeutsches Sportidol von der Seele. Vielsagender Titel dieser Autobiografie damals: Aufgetaucht. Glanz und Gloria und dazwischen kübelweise Häme, all das hat sie damals erlebt. Und vielleicht will sie ja deshalb jetzt nur noch eins, nämlich endlich mal in Ruhe ihr Abitur machen. Herzlich willkommen, Franziska von Almsick. Schön, dass du bei uns bist. Er hat mal in einem Interview den erstaunlichen Satz gesagt: Den Wunsch zu laufen hatte ich eigentlich noch nie. Er hat sogenannte Glasknochen, weshalb er nicht so beweglich ist wie andere. Was er aber auch hat, ist Humor, weshalb ihm ein sehr lesenswertes Buch gelungen ist mit dem schönen Titel Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Und er bricht darin mit Tabus, zum Beispiel auch wenn es um Liebe geht. Die Leute glauben, sagt er, dass ich keinen Sex habe. Dabei bin ich nur klein. Herzlich willkommen, Raoul Krauthausen. Schön, dass Sie bei uns sind. Ja, und den vielleicht originellsten Versuch, das Thema Behinderung zu entkrampfen, hat er gemacht. Nämlich eine Talkshow mit geistig behinderten Menschen. Was ich damals bekommen habe, sagt er, war eine Ehrlichkeit, die es sonst eigentlich nirgendwo gibt. Darüber wollen wir mit ihm reden. Aber auch darüber, wie er damals in Birmingham auf Plateauschuhen und mit orthopädischen Strümpfen versuchte, Deutschland zu retten. Was hat der Ruhm mit ihm gemacht? Herzlich willkommen dem Altpräsidenten von Mendocino, Horst Köhler, besser bekannt als Gildo Horn. Schön, dass du bei uns bist, Gildo. Ja, der eine ist erfolgreicher Obsthändler. Der andere ist Deutschlands bekanntester Waschsalonbesitzer. Der eine liebt seine Kinder, der andere den ESC. Der eine liebt Frauen, der andere nur Mireille Mathieu. Der eine ist hetero, der andere ist schwul. Und dabei haben sie dieselben Eltern, dieselben Gene und dieselbe Erziehung genossen. Sie sind eineige Zwillinge. Aber irgendwie, sagen sie, war bei uns von Anfang an alles etwas seltsam. Nicht einmal die Eltern wissen, wer von beiden als Erster auf die Welt kam. Manchmal haben wir den Eindruck, sagen sie, dass bei unserer Geburt gar keiner dabei war. Herzlich willkommen, Dirk und Uwe Martens. Ja, schönen Abend in die Runde. Schönen guten Abend. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, wir sind heute im Fußballstadion. Und da fällt mir dieser schöne Satz ein von Gildo Horn, der gesagt hat, wenn man sich irgendwo wirklich in den Armen liegen kann, dann ist es im Fußballstadion, selbst dann, wenn man keine Arme hat. So, und das ist so ein bisschen auch das Motto dieser Sendung heute. Ich freue mich sehr, dass Raoul bei uns ist. Herzlich willkommen nochmal, der ein sehr lesenswertes Buch geschrieben hat zum Thema, wie gehen wir eigentlich um mit Menschen, die vielleicht ein bisschen anders sind, aber nur auf den ersten Blick und auch nur rein optisch. Und was können wir tun, um das alles ein bisschen entspannter zu machen? Schönen guten Abend, freue mich sehr. Danke. So, gerade eben... DFB-Pokal-Halbfinale, deshalb gleich die erste Frage an diese beiden Menschen hier. Guido, wie sehr noch direkt drin im Fußballgeschehen? Ja, immer noch sehr direkt drin. Also ich schaue sehr viele Spiele an, bin auch immer wieder mit dabei und bin sehr nah dran an der Bundesliga, am DFB-Pokal. Und
bin eigentlich sehr, sehr interessiert. Und Fußball ist mein Leben und das wird immer mein Leben bleiben. Also von daher bin ich ja schon einer, der da immer mit dabei ist. Franziska, auch sehr nah am DFB-Pokal. Ne? Wir haben hier ein schönes Foto, schau mal. Ja. Hey, wo ist das entstanden? Das war toll. Ich glaube, es war vor 3 oder 4 Jahren. Da habe ich den DFB-Pokal zum Finale reintragen dürfen ins Olympiastadion. Es war ein sehr großer Moment. Ich habe schon viel erlebt, aber das war echt toll. Also selbst jemand wie du, der schon so viele große Stadien, große Emotionen erlebt hat, sagt... Ja, das war unglaublich. Also wenn dann das Olympiastadion bis auf den letzten Platz irgendwie ausverkauft ist und dann steht das Bundeswehrorchester hinter mir, ja, 30 Zentimeter auf dem Rasen, ja, und spielt die Nationalhymne. Also es war unglaublich. Es ist laut, sagt Hildo. Ich glaube, es war Schalke gegen Duisburg. Ne? Ganz genau, ganz genau. Schalke gegen Duisburg 5-0. Genau. Das heißt, da sitzt der Schalke-Fan, ja? Exakt. Ist dann hier der Bayern-Fan oder wie muss ich mir das vorstellen? Song-Contest-Fan. Song-Contest, meine Zeit kommt am 10. Ist das ein Sport-Song-Contest? Nein, ja. Sie haben auch gerade Papa La Papp gesagt, da war ich fast beleidigt. Ja, ne? So, das ist nicht Papa La Papp, das ist ursprünglich der Grand Prix d'Eurovision de la Chanson. Oder heute so. Eurovision Song Contest, das genau. Ist meine Zeit. Ist aber auch meine Zeit. Ich weiß, dass es definitiv auch Sport ist, seitdem ich Gildo Horn das Geländer, die Treppe da habe runterrutschen sehen damals in Birmingham, Guido. Das war hoch. Das war hoch, ja. Nee, ich bin so hoch gesprungen, aber das ist... Warst du da mal in Gefahr? Wir schauen uns die Bilder einmal kurz an, weil es so nett war. Pass auf. Also Gildo Horn in Birmingham und direkt danach die Frage, warst du jemals in Gefahr, wirklich abzustürzen? Bitteschön. Ich denke zurück um die Zeit von Harmonie und Glück. Come on. Als ich ständig in Poesie-Album schrieb. Beep, 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 ich hab dich lieb. Gildo hat euch lieb. Twins auf mein Trading D. Kommt er rüber und singt für euch wieder. Gildo hat euch lieb. Für die Ewigkeit werden wir gleich noch drüber sprechen. So, lass uns aber erst über Fußball reden. Heute Abend Pokal, Halbfinale. Guido Buchwald ist bei uns. Woher kommt zunächst mal, Guido, dieser schöne Satz, den ich vorhin zitiert habe? Ich habe eine Oberschenkelzerrung im linken Fuß. Der kommt von mir, ganz ja, einfach. Ist klar. Wann ist also der gefallen? Also im Schwäbischen oder im Süddeutschen sagt man ja zum Fuß oder man sagt zum ganzen Bein auch Fuß. Genau. Und das war kurz nach einem Spiel in Hannover, ein Länderspiel, und ich habe mich da ein Faserriss zugezogen und da kam ein Journalist, ja, was ist los, wie und was, und dann ist mir das so raus, ich habe einen Oberschenkelzerrung oder Faserriss am linken Fuß und habe eigentlich das Bein gemeint, also von der, also Hochdeutsch. Und absolut. Wir können alles außer Hochdeutsch also sagen, die Schwaben. Ja, und da kommt es eigentlich her, also der Spruch. Und irgendeiner hat den eigentlich aufgegriffen, so wie es also normal ist. Und ja, okay, ich kann darüber lachen. Oder überhaupt die Süddeutschen, die wissen, was gemeint ist. Genau, und genau. Die anderen müssen das halt mal lernen. So ist es. Die anderen müssen mal Hochdeutsch lernen. Genau, genau, so sieht es aus. Ja. Franziska, ein Held von 90 sitzt hier bei uns. Warst du damals schon mit dabei am Fernseher? Ja. WM 90? Ja, das habe ich geguckt, das habe ich verfolgt. Deswegen, als ich gehört habe, dass wir uns hier sehen, habe ich mich gefreut, weil ich dachte, ach, da kann ich mich echt noch sehr gut dran erinnern. So diese ganze Sticker-Phase, da war ich mit dabei. Ist es wahr, dass du auch Fußballbilder gesammelt hast früher? Ja, Fußballnationalmannschaft, klar. Also Ilgner, Hessler, Völler war noch dabei, genau. Oh, also das war so, ich meine, jetzt sind wir ja noch nicht, also jetzt, ne, den WM-Titel, der fällt ja jetzt auch nicht alle Tage, deswegen kann ich, also deswegen absolut. War das schon was ganz Besonderes. Und auch Guido Diego Buchwald, der diesen Spitznamen aber nicht bekommen hat, weil er damals Diego Armando Maradona im Endspiel so wunderbar ausgeschaltet hat. Woher kommt dieser Spitzname, Diego Buchwald? Der ist dann halt im Endspiel verbreitet worden, aber es war eigentlich schon vor der WM, habe ich das erste Mal gehört vom Klaus Augenthaler eigentlich. Da hat man beim Warming-up, tut man so ein bisschen Spiel, ein bisschen Spaß machen, 5 gegen 2.
Und da habe ich halt ein paar Dinger gemacht und die haben nie den Ball bekommen, weil ich da ein paar Übersteiger und was weiß ich was gemacht habe. Und dann hat der Auge gesagt, Mensch, du spielst ja wieder Diego. Da habe ich es eigentlich das erste Mal gehört. Und dann kam eigentlich die sensationelle WM für mich, ist auch ganz klar, von Spiel zu Spiel. Und dann hat es irgendwann mal jemand wieder gehört, ein Journalist gehört. Und im Achtelfinale gegen Holland, der Übersteiger zum Führungstreffer. Und dann hat sich das so ein bisschen verbreitet. Und dann hat es auf einmal jeder gesagt. Und dann im Endspiel gegen den Diego direkt gespielt. Da war es, glaube ich, der Rubenbauer, der das dann kommentiert hat. So, und wir schauen da mal gleich kurz rein. Aber vorher die Frage, was geht einem durch den Kopf, auch als junger Spieler, wenn man hört, Finale und am nächsten Tag spielst du gegen Diego Armando Maradona, den besten Fußballer der Welt? Ja, so jung war ich ja auch nicht mehr, muss ich sagen. Damals. Aus meiner Sicht schon. Ja, okay. Ja, als es feststand, Endspiel Argentinien, Deutschland, dann hat der Franz Beckenbauer zu mir gesagt, Diego, das machst du. Also einfach gesagt, das waren die ein Satz, zwei Sätze, das ist deine Aufgabe. Und natürlich macht man sich da Gedanken, die Laufwege, man konzentriert sich, wie kann ich ihn am besten ausschalten, dass er nicht mit dem Gesicht auf einen zugeht, dass man immer auch den Passweg zu ihm schon mal zumacht, dass man ihn zur Seite drängt, dass er nicht beide Seiten offen hat, wenn er das Dribbling macht. Also die Nacht hat man natürlich sehr wenig geschlafen. Also mir ist so wie so ein Rennfahrer immer wieder die Kurven durch den Kopf gegangen sind, so ist mir eigentlich der Diego immer durch den Kopf gegangen und habe immer gedacht, ich muss es so machen und es war also eine Nacht mit wenig Schlaf, voller Konzentration. Also von daher, die Zuschauer können alles genießen und selber ist man eigentlich da schon sehr, sehr angespannt. Das kann man sich vorstellen und das ist dabei rausgekommen. Wir schauen noch mal rein. So hat Guido Diego Buchwald Diego Maradona klargemacht. Schauen Sie mal. Diego Maradona gegen Guido Buchwald. Super Buchwald gegen Maradona. Deutschlands bester Rechtsaußen am Ball. Ah, Füller! Buchwald in jeder Lage. Ein Tausendfüßler. Maradona, da war er entwischt. Keiner fällt so schnell wie er. Maradona oder Buchwald? Der Künstler gegen den Handwerker. Ich kann nur sagen, in diesem Finale hat der Guido Buchwald das Handwerk zur Kunst erhoben. Das Handwerk zur Kunst erhoben. Und in der WM-Zeitschrift 54, 74, 90 heißt es, ich glaube, es hat zu unserem Erfolg mit beigetragen, dass wir das Leben nebenher auch ein bisschen genossen haben. Der Franz hat gesagt, geht's ruhig raus. Also ihr habt da deutsche Vita gemacht damals in Italien? So war es nicht, aber wir haben natürlich nach der Vorrunde oder zwischen Vorrunde und Achtelfinale auch viele freie Tage gehabt, also eine ganze Woche. Und wenn man natürlich Männer kaserniert ist mit Untermännern Wochen, Monate lang, dann muss man auch mal ein bisschen raus und muss man auch ein bisschen an der Luft mal schnuppern, es ist auch ganz klar und von daher... Wir ahnen, was du meinst. Ja. Und dann war der Franz auch einer, der uns unheimlich super geführt hat. Er hat gewusst, auf die kann man sich verlassen. Er hat gewusst, wann man einen freien Tag da geben konnte uns. Und wir haben es auch nicht ausgenutzt, sondern wir sind alle ganz gefleckt einmal raus und haben dann auch mal ein Glas Wein getrunken. Kurz einmal auslüften, dann abends wieder pünktlich ins Bett. Ja, genau, richtig. Würdest du das auch so noch mal sagen, ja, dass man abends pünktlich ins Bett ist, jederzeit? Ja, wir sind da alle immer sehr pünktlich im Bett gewesen. Absolut, ja. Noch mal fürs Protokoll. Es hieß um 11 Uhr oder 11:30 Uhr wieder zurück im Hotel. Und gegen 10:45 wart ihr schon wieder da. Alle waren ganz pünktlich da. Ja, ja, genau. Ich habe das ähnlich auch gehört, von Lothar Matthäus auch, der das hier mal so erzählt hat. Ja. War das damals noch möglich, Guido, dieses eher Unauffällige, auch mal ein bisschen rausgehen, ein bisschen genießen, abseits von Handykameras und allem, was heute so die Menschheit auch heimsucht? Okay, Handykameras, die Handys gab es 90 schon. Unsere Italiener, sage ich immer, also die Spieler, die in Italien gespielt haben, die haben schon ihre kleinen Handys gehabt. Und wir Deutschen, wir haben noch solche Apparate gehabt, die Knochen gehabt. Aber diese Handys damals, die konnten ja nichts, die konnten nur telefonieren, verrückterweise. In Italien, bei uns waren ja auch sehr viele Wohnwegen, da waren ja
WM-Touristen um unser Quartier. Ihr wart umzingelt von Holländern, oder was? Nein, waren Deutsche diesmal. Ja. Und da war natürlich auch schon einfach ein Hype. Und da waren drumherum auch schon alle Fans Tag und Nacht. Also von daher... Hast du das als Belastung empfunden oder ihr das als Belastung empfunden teilweise? Nee, eigentlich nicht. Sogar es war ein positiver Druck, würde man sagen. Man hat gespürt, dass die Fans dabei waren, uns mitgepowert haben, uns nach vorne gepeitscht haben und einfach auch wollten, dass wir gewinnen. Und selbst in Italien, damals war Italien das Fußballland überhaupt, selbst die Italiener haben, wenn ein Spiel war, ihre Deutschlandfahnen teilweise rausgehängt und haben uns unterstützt, weil Matthäus Breme, genau. Klinsmann haben bei Inter Mailand gespielt. Dann war der Jürgen Kohler war dann schon bei Juve Turin und Ike Hässler war dann, also waren sehr viele Deutsche in Italien. Der Rudi Völler war ja dann in Rom, richtig. Kalle Riedle und da waren die Italiener, haben das schon auch für uns, also fast so einer WM, Heim-WM auch gemacht damals. So, und wenn der Name Guido Buchwald fällt, dann gibt es ein Bild, das wahrscheinlich alle auch mit Guido Buchwald in Verbindung bringen. Erinnert euch an dieses Bild, Guido Buchwald mit diesem Turban, mit Mullbinde rund um den Kopf. Was ich aber nicht wusste, ist, dass diese Mullbinde zu einem anderen, eigentlich viel dramatischeren Ereignis gehört. Das ist das Foto, von dem wir gerade sprechen. Und wir schauen mal ganz kurz rein. Da ist was Fürchterliches passiert, und zwar Folgendes. Schauen Sie mal. Auch schon wieder Zusammenprall. Das war eben McKimmy. Und wen hat es jetzt erwischt? Sowohl Buchwald betroffen als auch Gaff. Und Buchwald kommt langsam wieder auf die Beine. Wir sehen den Zusammenprall nochmal. Buchwald hat es voll erwischt. Er ist wirklich weggetreten. Hier kommt nochmal die Szene. Den Kopf, ja, also Gaff geht da aber auch rein. Wie reagiert denn der? Katzenmeier, der Betreuer, redet ganz normal auf ihn ein und will ihm helfen. Und er sagt, lass mich, stößt ihn weg. So, sorgenvolle Miene auf der Deutschen Bank, der Berti Furz. Tut offenbar sehr weh. Er hat ihm noch die Hand ins Genick gedrückt. Buchwald immer noch in Behandlung. Kriegt jetzt auch so einen Torwand verpasst wie Reuter. Da ist Buchwald. Sie halten ihn noch zurück. Er wollte wirklich wieder rein. Also das hätte keinen Sinn, schauen Sie mal. Er ist total daneben. So, total daneben, sagt er da so, weil eigentlich in dem Moment gar keiner wusste, was da wirklich passiert war. Welche Erinnerung hast du daran? Also ich habe da eigentlich gar keine Erinnerung dran. Ich sehe es eigentlich nur durch die Bilder wieder. Mhm. Der Schlag oder der Kopf vom Van Gaff mir direkt auf die Schläfe und ich war weg. So ein schottischer Schädel, der kann ja, was. Ja, der war ein bisschen härter wie meiner damals. Und als ich hingefallen bin, muss ich sagen, der Adi Katzenmeier, unser Physiotherapeut, hat unheimlich gut reagiert. Meine Zunge ist hineingefallen. Du hast die Zunge verschluckt, ne? Ja, die Zunge verschluckt oder ist oder, in den Hals reingefallen, verschluckt nicht. Ich habe sie immer noch ein bisschen da. Und der Adi Katzenmeier hat sie rausgeholt, Gott sei Dank. Also schnell reagiert, wieder rausgeholt, dass ich Luft bekomme. Und dann bin ich auch langsam wieder wach geworden. Aber habe aber ihm einen Cut gegeben mit meinen Zähnen. Ich habe ihm in den Daumen gebissen. Der hat das mal erzählt, weil er natürlich das viel bewusster erlebt hat als du. Du warst ja ohne Bewusstsein in dem Moment. Ich war ohne Bewusstsein. Und der hat das so beschrieben und sagte, der ging hoch und wir haben alle gesehen, der trudelte, so hat er es gesagt, wie so ein Mehlsack wieder runter. Der hatte überhaupt keine Körperspannung mehr und da war uns sofort klar, da ist irgendwas Schlimmes passiert. Und dann hat er versucht, diese Zunge rauszuholen und du hast offenbar dich so verkrampft, dass du ihm dann noch mal richtig in die Hand gebissen hast. Ja. Also unbewusst, ohne dass ich irgendwas mitbekommen habe. Ich sehe es auch nur durch die Bilder. Also ich kann diese Minute nicht nachvollziehen, also bewusst. Und der beschreibt dann weiter und sagt, ich habe die dann gar nicht zu packen gekriegt, diese Zunge, nicht zu fassen gekriegt und habe dann noch mal ganz tief hinten reingelangt. Und beim zweiten Mal ist es ihm erst gelungen, diese Zunge rauszuholen. Da waren die kurz davor, auf dem Feld einen Luftröhrenschnitt zu machen.
weil das sonst die einzige Möglichkeit ist, wieder Luft zu kommen in irgendeiner Form. Das heißt, das Blut, das wir da auf dem T-Shirt sehen, das ist gar nicht jetzt zwingend von der Kopfverletzung, sondern... Doch, das ist von der Kopfverletzung. Also, aber der Katzenmeier hat auch richtig geblutet, ne? Ja, aber das war schon mein Blut. Okay. War mein Blut, aber ich habe auch dadurch den Schlag auch das Trommelfell leicht verletzt gewesen damals. Und die dachten zuerst sogar Schädelbasisbruch oder irgendwas anderes in der Art. Ja. So, und dann steht da dieser Guido Diego Buchwald, hat diesen Verband um Kopf und sagt, ich spiele jetzt aber weiter. Ja. Es geht ja um eine EM. Also natürlich. Man kann nicht einfach aufgeben. Ja. Klar, ich habe das ja nie so bewusst wahrgenommen, was da alles passiert ist mit mir. Ich war ja weg. Und als wieder klar war, okay, der Schädel hat ein bisschen gepumpt, klar, hat ein bisschen wehgetan. Aber ich habe schon öfters mal mit dem Cut gespielt und weitergespielt. Und habe gemeint, es geht so weiter eigentlich in dem Moment. Und erst als sie dann gesagt haben, du, die Zunge war drin, du kannst nicht mehr, das geht einfach gar nicht mehr, das ist unverantwortlich, dann bin ich halt ausgewechselt worden, klar. Also, einer der beliebtesten, härtesten, besten deutschen Verteidiger aller Zeiten, kann man einfach mal so sagen, Guido Buchwald. Herzlichen Dank fürs Kommen, Guido, bleibt natürlich bei uns. Und neben uns sitzt jemand, die zweifache Weltmeisterin ist, zweifach Vize-Weltmeisterin, habe ich irgendwo nachgelesen, 22-fache Europameisterin. Und du machst so 10 Jahre nach Karriereende, Franziska. Bedeutet dir das noch wirklich viel? Oder geht es eher um die Frage, hat das Kind was zu essen? Also die Frage, was abends auf dem Armbrusttisch steht, die ist schon bedeutender im Moment in meinem Leben. Aber ich habe noch nie gewusst, was ich alles erreicht habe, weil eines meiner großen Erfolgsrezepte war eigentlich immer, nach einem großen Erfolg abzuschließen, wegzustellen, zu verstecken und einfach wieder jedes Jahr neu anzufangen. Ich glaube, sonst hätte ich diese lange Zeit, das waren ja dann doch so 15 Jahre, sonst hätte ich das gar nicht geschafft, wenn ich mich permanent berauscht hätte an dem, was ich gerade irgendwie erreicht habe. Das heißt bewusst dieses Abtauchen und einfach sich komplett zurückziehen, um sich wieder zu konzentrieren und auch nicht abzuheben, Bodenhaftung zu verlieren? Ja, einfach die Medaillen bekommen. Ich muss zu meiner Schande gestehen, ich glaube, ich habe gar nicht mehr alle Medaillen und wahrscheinlich auch nicht mehr alle Pokale, weil ich zu meiner Oma dann gegeben habe und zu meinen Eltern und das musste immer weg sein. Also ich war nie diejenige, die das gebraucht hat, die das gesehen hat und sich daran irgendwie so erfreut hat. Deswegen weiß ich bis heute nicht, was ich erreicht habe. Ich weiß wohl, dass ich viel erreicht habe, das reicht ja. Also ich muss es ja nicht im Detail wissen. Finde ich auch, aber das ist ein psychologisch interessantes Ding, dass man das wegpackt, um sich nicht irgendwie sozusagen selbst daran zu besaufen. Hilft. Also das hilft heute noch in manchen Situationen, dass man einfach abschließt und dass man sagt, okay, das habe ich jetzt gut gemacht, das war in Ordnung, aber das hilft mir jetzt nicht weiter bei dem nächsten Ding, was ich angehen will, sondern ich fange in der Regel immer wieder von vorne an. Dieses immer wieder von vorne anfangen, und ihr habt ja als große Sportler auch, ich sag mal, alle 2 Jahre oder 4 Jahre bei Olympia zum Beispiel, dann eure Chance. Das heißt, man muss immer wieder von vorne anfangen, sich wieder komplett von vorne motivieren, und dann weißt du, irgendwann in 4 Jahren kommt dieser eine einzige Tag, und noch nicht mal der Tag, sondern die Stunde, diese paar Minuten. Und da muss es sitzen. Die 2 Minuten im Fall. Das war schon schwierig. Also da habe ich schon öfter mal zum Fußball geschaut und habe gedacht, ach Gott, jetzt hat es wieder nicht geklappt beim Guido Buchwald. Jetzt hat er sich wieder versteckt. Aber im nächsten Spiel, 3 Wochen später, kann er es dann wieder besser machen zum Beispiel. Das haben so einige andere Sportarten oder im Tennis. Dann spielt man mal einen Grand Slam irgendwie nicht so gut und dann 4 Wochen später kann man wieder zeigen, dass man einer der Besten ist. Das ist dann in manchen Sportarten und gerade im Schwimmen doch sehr schwierig, weil es gibt eine deutsche Meisterschaft im Jahr und es gibt einmal Olympia alle 4 Jahre und dann EM, WM. Und dann diese 2x2 Minuten Vorlauf, Finale und dann ist es das. Und davor und dazwischen 7 Stunden Sport am Tag. Ja, aber so ist es. Also ich meine, ich muss mich im Nachhinein nicht beschweren. Wenn ich gewusst hätte vorher, dass Schwimmen vielleicht doch recht langweilig wird und einsam, und hätte ich es vielleicht nicht gewählt. Ich weiß es nicht, aber ich
habe das noch nicht überschaut, als ich angefangen habe damit. Und letzten Endes hat es ja viel Spaß gemacht. Klingt ja auch gar nicht wie eine Beschwerde, was du da gerade loslässt. Aber einfach nur mal, um zu verstehen, was das wirklich bedeutet. Man ist ja da auch sehr allein und sehr einsam. Irgendjemand erzählte das mal hier, auch eine Schwimmerin, und sagte, dann sitzt du dich da morgens auf dein Fahrrad und dann fährst du wieder durch den Regen in diese Schwimmhalle und dann geht's wieder ins andere Wasser rein. Und das Wasser draußen ist ein bisschen kälter als das Wasser drin. Und dann kommst du abends wieder raus und wieder Wasser von oben. Ja, ist zwischendurch schon oll. Also viele fragen mich heute, und gehen Sie noch mal ab und zu schwimmen? Und da sage ich, ich bin vor 10 Jahren aus dem Becken gestiegen und man muss mich heute fast peitschen, um ins Wasser zu gehen. Also ich war lange genug im Wasser und heute mache ich gerne andere Sportarten und versuche mich irgendwie anders. Aber Wasser ist jetzt, das muss jetzt nicht mehr unbedingt sein. Also einmal duschen am Tag reicht. Ja, duschen und Badewanne. Badewanne doch noch. Ja. Ja, aber auch schwimmen gehen im Sommer, so Badesee? Nee, das Schlimme ist, ich habe ja gar nicht gelernt, so mal so zu, ne, so mal zu schwimmen einfach. So, also ich kann mich schon, ich gehe ins Wasser. Franziska von Almsick, schöner Satz, ich kann gar nicht langsam schwimmen, oder? Ach so. Ja, also, ja, wirklich. Also so auf der Luftmatratze und so muss man ja auch erst mal lernen. Also ich spritze mich nass, aber wenn ich dann schwimme, dann schwimme ich halt. Also dann, ne, dann wird es schon wieder gleich irgendwie länger und mehr. Und also ich, der Leistungsdruck ist auch immer ja, da. Ja, irgendwie, ich kann ich, wirklich, ja, also ich bin bestimmt noch schneller als du, aber... Ja, als ich sowieso. Das war jetzt mies, das war mies. Auch wenn ich seit 10 Jahren nicht mehr im Wasser war. Das glaube ich dir sofort. Du sprichst zum schlechtesten Schwimmer aller Zeiten. Ich kann ein bisschen rückschwimmen, wie so ein Hund, der kurz vorm Untergehen ist. Das ist nicht wahr, oder? Das ist peinlich. Doch. Da redet man jetzt nicht so laut drüber. Ich bin in den Bergen groß geworden, da ist das Meer weit. Weißt du, wir hatten enorme Entfernungen bis zum aber nächsten Wasser. Aber Seepferdchen hast du schon? Nein, sowas wie Seepferdchen habe ich auch nicht, gab es bei uns aber auch okay. Gar nicht. Aber ich war mal kurz vorm Skilehrer, wenn es hilft. Aber das habe ich dann immer. Egal. Aber das ist interessant. Eine Sache noch zum Schwimmen, Franziska. Ich habe immer im Kopf, wenn ich deinen Namen sehe, Franziska von Almsick hat Angst vor Fischen. Stimmt das? Ja, mittlerweile haben wir uns angefreundet. Nein. Doch. Du und die Fische? Ja, ich esse sogar schon Fisch. Verrückt. Also ich finde so Krustentiere und so, das esse ich heute noch nicht. Ich habe es nie probiert. Da bin ich heute noch so. Oh. Ich finde, das sieht schon so komisch aus, wenn die mit ihren großen Fühlern da so auf dem Teller liegen. Aber so ein schönes Fischfilet, was nicht nach Fisch schmeckt. Also wo ich auch nicht vorher. Ah, gut. Man nennt es Fleisch. Gesundes Fischfilet. Ne? Oder ja, so ein Fischstäbchen geht auch. Fischfilet, das nicht nach Fisch schmeckt. Zum Beispiel so ein Steak oder so ein. Oder, ja. Wie machst du es denn dann mit deinen Kindern? Also, wenn da mal so ein schöner Badeurlaub und sag mal, guck mal, da schwimmt Nemo vorbei und so weiter. Mama zuckt dann zusammen. Also, mittlerweile geht's. Was einfach nicht weggeht, ist, ich kann nur schwimmen, wenn ich eine Schwimmbrille aufhabe. Also, ich sage immer, wenn wir so auf dem Boot sind mit Freunden, dann sage ich immer, haltet euch gut fest. Ich habe keine Schwimmbrille dabei. Ich kann ohne Schwimmbrille nicht schwimmen. Mittlerweile, meine Haare sind ein bisschen kürzer, geht's also auch ohne Badekappe. Aber wenn ich nicht sehen kann, unter Wasser oder wo ich hinschwimme, dann kann ich nicht schwimmen. Also ich ertrinke jetzt nicht. Ich übertreibe es jetzt natürlich, aber also ohne Schwimmbrille würde ich nie schwimmen. Du wirst hysterisch, wenn du einfach so ins Wasser fällst. Ja, ich finde es halt irgendwie gruselig, was dann unter mir ist, wenn ich das nicht sehe. Ja, aber okay. Und ich komme aus dem Schwimmbecken, da sehe ich die Kacheln, da sehe ich den Grund. Das ist doch super. Total. Aber also besser als im Meer irgendwie, wenn es dunkel ist unten. Was sagst du denn deinen beiden Kindern, deinem Sohn Hugo im Speziellen? Was sagst du dem? Der ist 7, ne? Ja, ich habe jetzt festgestellt, ich muss mal langsam anfangen, dem was zu erzählen. Bisher habe ich ihn immer weggeschoben. Hat er keine Ahnung, dass Mama Angst vor Fischen hat? Doch, das weiß er, ne? Nee, ich glaube, das weiß er nicht. Ja. Das weiß er nicht. Ich habe jetzt mal angefangen. Also er geht auch zum Schwimmtraining, weil mir natürlich wichtig ist, dass mein Sohn auch schwimmen lernt. Mhm. Ich habe auch einen eigenen Verein, der sich sehr einsetzt dafür, dass Kinder schwimmen lernen, weil ich wirklich glaube, dass das ganz, ganz wichtig ist. Absolut, es sterben immer noch zu viele Kinder, weil sie nicht schwimmen können. Richtig. Mein Sohn sträubt sich mittlerweile so ein bisschen. Der hat irgendwie keine Lust mehr, schwimmen zu gehen, obwohl er das sehr gerne macht. Und ich glaube, das hängt damit zusammen, dass er irgendwie gehört hat oder mitbekommen hat, dass ich das ganz gut kann. Und das finde ich ganz spannend irgendwie. Also, das stimmt, ja. Der steht auf all die Sachen, die ich nicht kann. Also er spielt super Klavier, das kann ich überhaupt nicht. Er ist so der musische Typ und ich bin eben eher so der sportliche. Und wenn ich so dabei bin, dann macht er eher so die Sachen, die ich nicht kann. Das heißt, er hat keine Ahnung davon, dass da dieser berühmte Weltschwimmstar seine eigene Mutter ist.
Also ich glaube nicht, ja, so die wirkliche Wahrheit kennt er nicht. Bisher, wobei ich gerade an einem Punkt bin, das ist ganz lustig, wo ich glaube, ich müsste ihm das vielleicht erzählen, bevor ihm irgendjemand anders irgendwas erzählt. Er weiß schon, dass manche Situationen einfach anders sind. Autogramme und Fotos und dann soll er abtauchen und dann halte ich ihn so ein bisschen raus. Und also das kriegt er schon mit, aber das hat er sein Leben lang mitbekommen und im Zweifel denkt er, das ist normal. Ich, ja, sollte jetzt vielleicht mal langsam anfangen, damit ihm das zu erklären. Aber ich fand's nie wichtig. Weil du gerade so schön angefangen hast zu erzählen, sagst du, ich weiß eigentlich gar nicht, was ich wirklich alles gewonnen habe. Was ich sehr sympathisch finde, dass man mit so einer Haltung durchs Leben geht. Weil das tatsächlich nicht wichtig ist. Aber was ist denn dann wichtig? Was vermittelst du ihm denn? Ich glaube, wirklich wichtig ist einfach, die Momente zu genießen. Und das sind nicht immer schöne Momente, sondern es sind auch doofe Momente. Und erst im Nachhinein lernt man irgendwie daraus. Es ist natürlich blöd, irgendwie zu sagen, nimm was mit, wenn auch mal irgendwie was schief läuft. Aber manchmal, jetzt hat er ein Fußballturnier gehabt, da hat es nicht so gut geklappt. Und ich habe mich jetzt nicht gefreut, dass es nicht gut geklappt hat. Aber ich dachte, es ist auch mal nicht verkehrt, wenn es mal nicht funktioniert. Also ich glaube, das Leben ist kein Wunschkonzert und man muss immer die Augen offen halten. Und ich versuche ihm eigentlich, ja, das Wichtigste für mich und meine Kinder ist, die Augen immer in jegliche Richtung offen zu halten und ihm das ganze Leben zu zeigen und nicht nur die schönen Dinge und nicht nur tolle Sachen. Vielen Dank. Auch gerade sozusagen noch mal junger Vater geworden. Ne? Wobei, ich bin auch junger Vater geworden. Ja, ja, ne? Wie alt ist deine Tochter? Ne? Zwei ist die. Ja. Aber du hast auch einen älteren Sohn, oder? Ja, der wird jetzt 19, ja. Genau. Was, der hat doch den ganzen Irrsinn einmal richtig mitgekriegt. Auch, ne? Ja. Was hast du dem gesagt damals? Ja, wie soll ich sagen? Also, rede ich über solche Sachen nicht so gerne, weil das gehört, das ist mein Job. Und alles, was bei mir zu Hause läuft, soll auch schön zu Hause bleiben. Deshalb möchte ich auch in der Öffentlichkeit nicht so viel darüber reden. Aber das war für den natürlich unheimlich spektakulär, durch die Gegend zu gehen. Und überall an der Wand, irgendwie an den Wänden, an Litfaßsäulen, hat der Papa gehangen. Das war auf dem Weg zum Kindergarten. Und der war völlig geschockt. Den interessiert es eigentlich die Bohne, was ich mache. Und ich glaube, wenn die Kinder damit so groß werden, dann ist das einfach irgendwie selbstverständlich. Und der hängt das auch nicht an die große Glocke, dass ich jetzt sein Vater bin oder so. Das thematisiert er überhaupt nicht. Ne? Ich glaube, das ist vielleicht in gewisser Hinsicht ist sowas auch ein Selbstschutz. Kinder haben sehr selbstverständliche Art und Weise. Also ich wollte jetzt nicht unbedingt einen Papa haben, der berühmt ist. Das ist, oder eine Mama. Das ist, glaube ich, ziemlich nervig. Was sagt denn dein Sohn dazu, Franziska, dass du jetzt wieder zur Schule gehst? Also wie kommt man überhaupt auf die Idee? Jetzt noch mal im zarten Alter von, darf man sagen? Ja, gerne. Ich weiß es aber gar nicht. Ich hätte jetzt 32 gesagt. Nee. Noch mal auf die Idee kommt, sein Abitur zu machen. Ja, ich habe irgendwann gesagt, ich habe 1996 meine Schule abgebrochen, weil ich mich auf die Olympischen Spiele vorbereitet habe und habe meiner Mutter ganz knallhart versprochen, dass ich mein Abitur mache. Und meine Mutter fragte dann so in den letzten 10, 15 Jahren immer mal wieder so ganz sachte von der Seite, wann ich das denn jetzt irgendwie täte. Ernsthaft? Und ich habe immer gesagt, ist halt im Moment, jetzt habe ich erstmal ein Kind bekommen und jetzt arbeite ich erstmal fürs Fernsehen. Und irgendwann habe ich gedacht, also ne, noch älter möchte ich jetzt irgendwie nicht werden, weil, schlauer, ja, weiß ich nicht, ob man nicht so unbedingt schlauer wird oder ob man sich leichter tut, wenn man später damit anfängt. Nee. Zumindest tut man sich nicht leichter, glaube ich, das alles zu lernen. Weil manchmal ist das, glaube ich, ganz nicht so verkehrt, wenn man auch so ein bisschen naiv irgendwie an manche Sachen rangeht. Ich habe jetzt in Deutsch, muss jetzt drei Bücher lesen, irgendwie Dantons Tod, Homo Faber und Agnes. Nee. Das ist der Horror. Elfte Klasse? Elfte Klasse. Ja. Der Uwe war nur bis zur 10. in der Schule. Aber ich habe jetzt gedacht, ich muss das jetzt irgendwie machen. Mein großer Sohn, der ist auch recht temperamentvoll. Und ich finde auch in der heutigen Zeit irgendwie, wenn man sich so abends mal so durchs Fernsehen seppt, finde ich, kommt man ganz schnell an den Punkt, wo man sagt, Bildung ist schon nicht so verkehrt. Da kann man ruhig auch ein gutes Beispiel sein. Ne? Um unsere Sendung zum Beispiel gut zu verfolgen. Ja. Das ist wahr. Der nämlich
Ich erinnere mich immer noch sehr, sehr gerne an eine Reportage über einen jungen Mann, der auf die Frage, wie er sich denn auf sein erstes Vorstellungsgespräch vorzubereiten gedenke, die herrliche Antwort gab: Ich gehe Sonnenbank. Das fand ich irgendwie sehr interessant. Und du bist toll in Form, Franziska. Das hat einen Hintergrund. Du beschäftigst dich gerade sehr intensiv mit Fitness, genau. und all diesen Dingen. Genau. Ich habe immer versucht, jetzt in der Zeit nach Beendigung meines Sports einfach Dinge zu machen, für die ich stehe, bei denen ich mich auskenne, wo ich auch fähig bin, darüber zu reden. Und das ist natürlich Fitness. Ich habe jetzt mich etwas gehen lassen in meiner zweiten Schwangerschaft und habe gedacht, ich genieße das nochmal voll. Einfach, weil ich wusste, dass ich danach natürlich wieder die Fitness etwas ernster nehmen muss und sollte. Und habe dann ein Fitnessprogramm mitentwickelt und das per Online-Fitness, also Online-Fitness MyBody. Und da kann man also mit mir zusammen in einem 12-Wochen-Programm abnehmen. Und das war total lustig, weil ich natürlich, währenddessen ich das gemacht habe, fand ich mich echt irgendwie okay und hübsch, weil ich selber gar nicht gemerkt habe, dass ich irgendwie 16 Kilo mehr auf den Rippen hatte. Wenn ich mir heute diese Fitnessvideos angucke und mich sehe mit 16 Kilo mehr und einer Stretch-Leggings, dann denke ich, also ob ich das nochmal gemacht habe, ob ich das nochmal gemacht habe. Aber mir war einfach wichtig, dass ich gesagt habe, ich meine, so sieht man aus. Es gibt so viele Fitnessvideos, wo man schöne Menschen sieht, die Sport machen und die schwitzen nicht. Ja, und die sehen einfach unglaublich toll aus. Und man denkt so... Gildo und ich, wir kennen das Gefühl. Okay. Ja, ich habe ja auch so ein Fitnessprogramm, Horn total in Form. Das für Schenkel und Bauchbeine Po. Bauchbeine Po für Grand Prix-Sänger. Finde ich gut. Ja, und deswegen habe ich gedacht, ich mache einfach mal so ein Programm und zeigt mal, wie es ist. Und da schwitzt man halt beim Sport und man flucht und das ist anstrengend und es geht alles nicht ganz so einfach. Und ich glaube, das ist gut geworden. Eine Übung, die Gilde und ich morgen früh auch gemeinsam mal machen könnten. Was? Aufstehen. Aufstehen. Sehr gut. Sehr gut. Extremsportart. Aufstehen, aus dem Fenster gucken und auf dem Sofa liegen und sich bis ins Bett rollen, beispielsweise. Oh. Also, My Buddy, dein Sohn Franziska, das fand ich interessant und es knüpft jetzt perfekt an das, was wir gleich von Raoul hören werden, geht auf eine Schule, in der auch Kinder mit Behinderung sind. Mhm. Warum war das wichtig für dich? Das ist das, was ich vorhin gesagt habe. Ich glaube, man muss einfach die Augen aufmachen im Leben. Und Behinderungen gehören einfach dazu. Das ist Teil unserer Gesellschaft und das gehört dazu. Und deswegen finde ich wichtig, dass auch Kinder natürlich lernen, damit umzugehen. Und dass Kinder da auch keine Berührungsängste mit haben. Und er hat schon oft irgendwie gesagt, mein Gott, er kann Slalom fahren mit seinem Rollstuhl. Und ich finde das toll. Also ich finde das ganz wichtig. Also, Raoul... Rauthausen, der das als Kind schon oft erlebt hat, also dieses genau nicht umgehen können. Auf welcher Schule waren Sie? Ich war auf einer Integrationsschule in Berlin, die angeschlossen war, beziehungsweise eine Abmachung mit einem integrativen Kindergarten hatte. Und meine Mutter oder meine Eltern wussten seit meinem dritten Lebensjahr, wo ich später meine Schule beenden werde. Und es war alles integrativ, also der Kindergarten, die Grundschule und die weiterführende Schule. Und wir haben alte Bilder von Ihnen gefunden. Oh Gott. Da erzählen Sie im Alter von... Achtet mal auf die Hose. Auch Leggings. Ja. Ne? Achtet auf die Hose, ganz enge Leggings, glaube ich. Nein, aber da haben Sie im Alter von 15 Jahren mal darüber erzählt und wie ich finde, sehr, sehr reif und sehr klug darüber gesprochen, wie sich das anfühlt, wenn man eben ein bisschen anders aussieht als andere. Schauen Sie mal. Wie mich die Leute respektieren auf der Straße. Ja, ich würde mal sagen, dass die gucken schon. Ne? Ich meine, man gewöhnt sich dran. Und wenn man sowas noch nie gesehen hat. Ich gucke ja auch, wenn ich irgendwas noch nie gesehen habe. Die reagieren dann meistens so, dass sie dann sagen, oh. Und dann stehen die mal da mit offenem Mund da und sagen mindestens 5 Minuten lang nichts. Also es ist, muss man sie ansprechen. Muss man sagen, Mund zu Herz wird kalt und dann nach dem Mund zu gucken weg. Mund zu Herz wird kalt.
Ich finde mich da irgendwie unglaublich arrogant, ich weiß nicht. Arrogant? Ja, so. Finde ich gar nicht. Wenn mir jemand in dem Alter begegnen würde, würde ich denken, hey, für dein Alter bist du aber ganz schön vorlaut. Hatten Sie damals auch das Gefühl, dass Sie vorlaut sind? Nee, aber jetzt habe ich das Gefühl, wenn ich den Jungen da sehe, dann denke ich so, Denken Sie www.schönerklugscheißer.de ja, oder genau, was? Sowas, ja. Vielleicht ein bisschen nass, Forsch. Ja, und die Hose geht auch gar nicht. Doch, die geht total. Die ist gut für dich, ne? Die Hose ist heute wieder, geht die wieder, glaube ich. Ne? So. Ja. Aber vielleicht muss man das ja auch sein. Das vielleicht ich muss auch. Man in so einer Situation auch einfach so dieses, ne? Also ich glaube, ich hatte einfach keinen Geschmack. Was die Hose angeht. Was die Hose angeht. Du wolltest die Hose haben. Wahrscheinlich. Oh Gott. Siehst du? Ja, ich weiß. Ja. Aber okay. Abgesehen von der Hose jetzt, muss man nicht irgendwann sich diesen, vielleicht auch so einen Panzer zurechtlegen und auf diese Art und Weise Menschen begegnen? Wenn du feststellst, die schauen immer erst mal so lange mit Mund offen, bis das Herz wirklich kalt ist oder man das Gefühl hat, jetzt zieht's. Ich glaube, ich habe da für mich einfach irgendwann die Strategie entwickelt, dass ich versuche, meinem Gegenüber die Angst zu nehmen. Mhm. Und das ist natürlich, wenn die Leute wissen, ich habe Glasknochen, dann haben die irgendwie Angst, irgendwas kaputt zu machen und so. Und das ist dann manchmal sehr anstrengend für mich, dann den Leuten diese Angst zu nehmen, wo ich selber ja auch nicht immer jedem wohlgesonnen sein möchte. Aber weil Sie diese Glasknochen haben, ne? Genau. Das heißt, es führt sehr leicht zu Brüchen. Sie haben das mal beschrieben und sagten, schon bei der Geburt war das große Glück eigentlich, dass man mich per Kaiserschnitt auf die Welt geholt hat. Sonst hätte ich mir schon bei der Geburt zahlreiche Knochen brechen können. Ist ja ein bisschen eng dann, ja. Mhm. Wie viele Knochenbrüche hatten Sie in Ihrem Leben? Wissen Sie das? Also ich habe irgendwann aufgehört zu zählen, wie viele Leute die Glasknochen haben, die dann irgendwann nicht mehr zählen. Ich nehme an, so um die 100. Und das ist jedes Mal mit großen Schmerzen verbunden? Ja, ja. So also wie bei anderen Menschen auch. Knochenbrüche halt, ja. Ne? Und geht halt dann, schneller. Wird das dann gegipst? Oder? Das wird dann gegipst oder bandagiert oder geschient. Mhm. Je nachdem, ich hatte das Glück, dass meine Mutter Ärztin ist. Mhm. Und wir das dann alles mehr oder weniger zu Hause gemacht haben. Okay. Aber wir sind dann auch nicht mehr bei jedem Knochenbruch ins Krankenhaus gefahren. Mhm. Das macht. Da gibt es ja den Spruch, ein also Armbruch ist kein Beinbruch, ne? Ja. Oder der Klügere gibt nach oder so. Das gibt es dann auch mal. Das Witzige ist, dass ich mir selber noch nie oder nur einmal selber etwas gebrochen habe, nämlich beim Armdrücken. Und ich denke, das ist natürlich eine schlaue Idee. Ich glaube, es gibt schlauere Sportarten, wenn man Glasknochen hat. Ne? Sollte man auf jeden Fall nicht Armdrücken machen. Ja. Ich hatte eben genau das auch im Kopf. Ich habe gedacht, wie gebe ich Raoul jetzt die Hand, wenn er gleich kommt? Und dann hatte ich aber schon die zweite Frage im Kopf. Als er eben hier reingefahren kam, dachte ich, Moment mal, dieser Rollstuhl, der ist doch getuned, der ist doch gepimpt. Der ist viel zu schnell. Liebe Krankenkasse, bitte hören Sie jetzt kurz weg. Ja. Ja, ist der, ne? Ja. Wie schnell fährt der normal und wie viel fährt der? Er fährt normal 6. Und der fährt 10. Oh. Alle Achtung, 10 ist das, was er zugibt. In Wahrheit mindestens 15 oder sowas. Das ist wirklich 10. Und das Beste ist, das ist eine Erfindung, die ich seit 2 Jahren habe, ich kann mein Smartphone an meinem Rollstuhl aufladen. Weil er so schnell ist? Nee, einfach, weil er eine fette Batterie dabei hat. Und ja. Damit bin ich vielen Läufern voraus. Das kann ich mir gut vorstellen. So, Sie haben ein sehr schönes, lesenswertes Buch gemacht, finde ich. Dachdecker wollte ich eh nicht werden. Was wollten Sie werden, als Sie klein waren? Aber da gibt es die lustige Geschichte, dass ich als Kind Pilot werden wollte. Wie, glaube ich, viele Jungs in dem Alter. Und meine Mutter mich dann irgendwann fragte, wie stellst du dir das eigentlich vor? Und ich meinte, na ja, ich mache halt den Pilotenschein und du trägst mich dann immer rein. Die Mama war ja nicht Stewardess, ne? Ja, oder Mama halt, ne? Aber dass es natürlich mehr oder weniger unrealistisch war. Abgesehen davon, dass ich auch sehr lernfaul bin und einen Pilotenschein auch gar nicht wahrscheinlich lange durchgehalten hätte. Aber diese Antwort zeigt ja, dass das für Sie eine Selbstverständlichkeit war, von Mama irgendwo hingetragen zu werden. Von meinen Eltern, genau. Mhm. Also das war irgendwie bis zum 5. Klasse, glaube ich, bin ich einfach davon ausgegangen, dass das immer so ist. Mhm. Wann haben Sie realisiert, ich bin da möglicherweise an dem Punkt anders als andere? Wie einige andere auch, die ich kenne, die integrativ beschult wurden und im Rollstuhl zur Schule gegangen sind, fing das bei mir so in der 5. Klasse an, wo der Sportunterricht leistungsdifferenziert wurde. Und dann
Bundesjugendspiele anstanden und ich dann immer öfter am Spielfeldrand war und Zeiten stoppen durfte meiner laufenden Mitschüler und so und Punkte zählen, was am Anfang noch Spaß macht, aber irgendwann dann doch irgendwie so ein bisschen den anderen halt beim Laufen zu sehen ist, wo ich jetzt aber auch keinen Neid empfand, sondern einfach, ich habe mich permanent unterfordert gefühlt und ich hatte auch keinen ebenbürtigen Gegner. Und das entpuppte sich dann endgültig in den Bundesjugendspielen, wo ich dann der Einzige war, der 3 Meter weit warf, eine Trostpflaster-Teilnehmerurkunde bekam. Und ich mir dachte, ja toll, also da kann ich mir jetzt auch nichts von kaufen. Also es gab irgendwie keinen Ehrgeiz. Und ich bin, glaube ich, auch so vom Naturell, im Gegensatz zu Frau von Almsick, kein Sportlertyp. Und was ich halt, also das finde ich halt auch so interessant, dass Menschen mit Behinderungen ja in unserer Gesellschaft dann ganz schnell so zu Sporthelden heroisiert werden und dann paralympisch irgendwie angeblich ihre Behinderung überwinden und tapfer ihr Schicksal meistern und so. Aber ich glaube, das repräsentiert auch nur 0,01% aller Menschen mit Behinderung überhaupt. Und die Menschen, die dann Autoren werden oder Schauspieler oder Sänger oder einfach Schreibtischtäter, die gehen so komplett unter. Und das finde ich so ein bisschen schade an unserer Mediengesellschaft. Das ist auch das, was ich an Ihrem Buch so mochte. Genau das, mit diesen Klischees auch mal aufzuräumen sozusagen. Es gibt einen tollen Satz, der mir hängen geblieben ist. Meine Behinderung hindert mich im Zweifel nicht daran, ein Riesenarschloch zu sein. Das schützt auf jeden Fall nicht davor, nein. Es schützt nicht davor, nee, ja. Und das ist aber das Interessante, dass also wenn ich durch die Stadt fahre, die Leute so 10 Meter vor mir zur Seite springen, so aus Höflichkeit. Und wenn ich ihnen aus Versehen in die Hacken fahre, sie sich bei mir entschuldigen. Und es gibt dann so dabei lustige, sind Sie der Rowdy, ja? Dabei habe ich halt offensichtlich einen Fehler gemacht. Und das sind so Dinge, wo es auch mir gar nicht so leicht ist, für mich dann als der Arschloch rüberzukommen, der ich vielleicht eigentlich bin. Hat Vorteile, aber es hat eben auch so den Nachteil, dass ich mir manchmal wünsche, auch auf Menschen zu treffen, die in mir den Menschen sehen und nicht den Menschen, den man jetzt bloß nicht kritisieren sollte, weil er ja es schon so schwer hat. So, und dann schildern Sie auch zum Beispiel diese Momente vermeintlicher Normalität. Also man sitzt dann mit Freunden irgendwo gemütlich zu Hause im Wohnzimmer, in der Küche zusammen und dann kommt das Gespräch auf dies und das. Und dann wird, so schreiben Sie das, das Thema Liebe zum Beispiel in Ihrer Anwesenheit großräumigst umfahren. Warum? Ich glaube, das ist meine These, dass Menschen mit Behinderung in unserer heterosexuell, männlich, weiß, gesund dominierten Gesellschaft gar nicht so sehr in dem Beuteschema drin sind, wenn wir uns nach Partnern oder Partnerinnen umsehen. Und ich dann oft das Gefühl hatte, für mich in meiner Jugend, dass ich dann eher so der schwule beste Freund war, mit dem man über alles reden konnte. Aber wenn ich dann jemandem meine Liebe gestand, dann die Person komplett aus allen Wolken gefallen ist und das selber anscheinend nie auf dem Radar hatte. Und das hat mich damals sehr, sehr gekränkt und ist immer noch kränkend. Und ich möchte einfach den Leuten klar machen, jetzt weniger in der Mission, aber so im direkten Dialog, dass auch wir Menschen mit Behinderungen natürlich Gefühle, Bedürfnisse und Interessen haben, die genauso gelagert sein können wie die von nicht behinderten Menschen auch, was eigentlich selbstverständlich ist. Ja, und absolut. Und Sie sagen auch, dass Sie da manchmal das Gespräch ganz bewusst auch in diese Richtung lenken und da wird es auch mal ein bisschen zotiger und dann labert man so ein bisschen. Ja, kann ich mich jetzt nicht bewusst an eine Situation erinnern, aber ich beobachte halt oft, dass das Thema Behinderung gerne so komplett ausgeklammert wird. Und ich kann mich an einen Geburtstag erinnern, auf dem ich mal war, wo ein Kind dabei war, so um die 2 Jahre, das noch nicht lief. Und das war dann so Gesprächsthema beim Mittagstisch und dann gab es so eine Hälfte der Fraktion der Leute, die gesagt haben, ja, lass dem Kind noch Zeit, das wird schon noch laufen. Und die andere Hälfte hat gesagt, ja, geh doch mal zum Arzt und so. Und ich habe dann irgendwie so locker flockig gesagt, meine Mutter wartet auch noch, ganz entspannt. Und, es gab dann erstmal 10 Minuten Stille und der Einzige, der lachte, war nicht und der Kumpel, mit dem ich da war. Das war dann so, da muss ich auch ein bisschen aufpassen natürlich.
kann ich mir vorstellen. Guido Horn hatte ein interessantes Talkshow-Projekt, Gildo. Du hast eine Talkshow gemacht mit Menschen mit geistiger Behinderung. Was war die Idee erstmal dieses Projektes und was hast du dort erfahren? Ja, das war erstmal so, das sollte so ein bisschen Alternativprojekt zu Sabine Christiansen werden. So eine wöchentliche Talkshow, wo ich mit Menschen mit geistiger Behinderung über Gott und die Welt, über die Themen der Woche diskutiere. Halt im Grunde genommen über alles, aber jetzt nicht nochmal so über Behinderung und die Sachen, die man ja sowieso da sehen kann. Eher Gemeinsamkeiten suchen, vielleicht auch mal Themen ansprechen. Mhm. Im Thema Liebe sind wir, oder Leidenschaften, da sind wir uns da alle gleich. Also eher die Sachen suchen, nicht die uns unterscheiden, sondern eher die uns vereinen als Mensch. So, und in Sachen Liebe zum Beispiel, auch darüber habt ihr sehr offen gesprochen in dem Zusammenhang. Was haben dir Menschen mit Behinderung erzählt? Wie gehen die um mit Liebe und wo kriegen die Liebe zum Beispiel? Ja, ich würde sagen, im Optimalfall gehen sie offen um, wie der Raul. Der Raul ist aber, glaube ich, auch von seiner Sozialisation ist in einem offenen Elternhaus groß geworden. Ich kenne auch ganz viele Behinderte, gerade jetzt bei den geistig Behinderten auch, die werden, sag mal so, wenn du als Elternteil ein behindertes Kind bekommst, da weißt du überhaupt nicht, wie du damit umgehen sollst. Ne? Mhm. Entweder du überhütest das vielleicht, ne? Das ist ja alles so schön, man wird irgendwie Eltern und dann heißt es auch, das Kind ist süß, das Kind kann viel, das ist intelligent, das ist irgendwie hübsch und so weiter und so fort. Und wenn man direkt weiß, man wird damit konfrontiert, versteckt man vielleicht sein Kind oder man überfordert, überhütet so diese ganze Sache, ne? Heißt im Umkehrschluss, wenn dieser Mensch dann erwachsen wird, geht er vielleicht irgendwie ein bisschen verklemmter mit den Dingen um oder geht ein bisschen offener um. Mit den offener umgehenden Menschen, also das sind meist diejenigen gewesen, die nicht zu Hause wohnen. Mhm. Ja, halt irgendwie, man sollte, egal ob man jetzt behindert ist oder nicht, ab einem gewissen Zeitpunkt von zu Hause ausziehen. Wenn man irgendwie 19, 20 ist, dann muss man irgendwie auf eigenen Beinen stehen oder auf eigenen Rädern rollen oder was auch immer, ne? Und ja, wenn du dann irgendwie ein bisschen locker drauf bist, dann ist das ganz normal. Man hat Bedürfnisse. Und wohin damit? Das kann man nicht verdrängen. Dann habe ich in der Sendung erfahren von einem jungen Mann, der sitzt im Rollstuhl, Spastiker, also eigentlich hier so bis zum Kopf, kann sich kaum bewegen. Der hat irgendwann gemerkt, dass er halt irgendwie immer schlechter gelaunt wurde, weil seine Triebe halt einfach mit ihm durchgegangen sind. Da ist er zu seiner Betreuerin, die war Gott sei Dank auch ziemlich entspannt und hat ihm dann irgendwie einen Kontakt zu einer Prostituierten gemacht und dann ist er dahin. Das ist das Normalste von der Welt, ne? So, zack, Punkt aus. Ja, aber finde ich gut, dass man darüber auch mal so offen spricht. Ja, ich meine, aber ganz ehrlich, das ist ja wirklich sollte kein Tabuthema sein. Das ist also das Normalste von der ganzen Welt. Aber ist es eben doch, Raul, oder nicht? Ja, es ist ein sehr großes Tabu. Und ich glaube auch, dass, was man dann eben solchen Familien geben könnte, auch als Gesellschaft, ist eben nicht nur permanent so ein medizinischer Rat und schicken Sie Ihr Kind irgendwie vom Schulamt entschieden auf die Sonderschule oder so, sondern dass man, glaube ich, solchen Familien auch Rollenmodelle präsentieren könnte von Familien, wo es vielleicht auch anders gelaufen sein könnte und nicht immer nach Schema F, wie es der Staat halt vorsieht. Und was ich, glaube ich, bei diesen ganzen Sexualleistungen, die es ja jetzt inzwischen auch gibt, in professionalisierter Form für Menschen mit Behinderung, da habe ich so ein bisschen die Sorge, dass es in eine falsche Richtung geht. Nämlich, dass wir dann wieder Fachkräfte ausbilden, die dann letztendlich die Gesellschaft entlasten, sich mit diesem Thema ernsthaft selber mal zu konfrontieren. Und außerdem ist es, glaube ich, etwas, das vor allem für Männer ist. Das heißt, die Frage ist, was machen eigentlich Frauen mit Behinderung, die ab dem Halswirbel irgendwie spastisch gelähmt sind oder was auch immer haben. Und für die gibt es ja dann wahrscheinlich eher weniger Callboys. Und ich glaube, wir müssen da einfach auch ein bisschen kritischer an dieses ganze Thema rangehen, ohne dass ich gleich die Moralkeule rausholen möchte. Aber ich glaube, das Thema ist größer als wir haben da eine Fachkraft für sie. Ja, ich meine, das Problem ist ja auch, dass das Problem ist, Gildo. Das Problem ist einfach, wo sollst du es denn machen? Ne? Wo treffen behinderte Menschen aufeinander? Menschen treffen einfach nur auf ihren Arbeitsstellen, Werkstätten für Behinderte oder whatever aufeinander. Und dann ist es dann verboten, miteinander auf dem Klo oder so, Quickie. Also ich meine,
Also ich finde, die Frage ist ja generell, warum sollten Behinderte nur Behinderte treffen? Genau. Ich finde es halt interessant, einfach so eine ganz einfache Frage. Wenn 10% der Gesellschaft eine Behinderung hat, statistisch, dann müsste ja jeder Zehnte in unserem Freundeskreis auch eine Behinderung haben, statistisch. Ist aber nicht der Fall. Mhm. Und auch nicht jeder Zehnte unserer Arbeitskollegen, jeder Zehnte unserer Schulkameraden und auch nicht jeder Zehnte unserer Kommilitonen oder Azubi-Kollegen. Und das zeigt ja etwas. Und ich glaube, wir müssen als Gesellschaft uns wirklich zwingen. Und Inklusion ist jetzt auch kein, wie soll ich sagen, ist jetzt auch kein Kinderfasching. Es wird nicht immer leicht. Und es ist auch nicht immer schön. Und es wird für alle Beteiligten eine Umstellung sein. Mhm. Aber ich bin fest davon überzeugt, und da zitiere ich gerne den Psychologen meiner Grundschule, Fred Siebert, der gesagt hat, Inklusion ist ein Prozess, nämlich ein Prozess der Annahme und der Bewältigung von menschlicher Vielfalt. Das heißt, Inklusion ist auch kein Ziel oder so, sondern Inklusion ist wirklich ein Prozess, wo wir selber uns immer wieder neuen Herausforderungen stellen. Und das, was wir heute Inklusion nennen, wird in 10 Jahren eine andere Definition sein. Und Inklusion, es geht auch nicht nur um Menschen mit Behinderung, sondern es geht auch um Migration, um andere Sexualorientierung. Es geht um ganz, ganz viel. Und ich meine, wir haben noch nicht mal die Gleichberechtigung zwischen Männern und Frauen erreicht. Das ist auch Inklusion letztendlich. Mhm. Und Guido Horn sagt, fand ich sehr schön, Guido, wir sind eigentlich sind wir nur eine kurze Zeit unseres Lebens nicht behindert. Ja, was heißt das? Also, das habe ich vom Raul gehört. Ne? Wir beide kennen uns ja schon. Wir haben uns lieben und kennengelernt auf einer sogenannten Wahlchecker-Tour. Da waren wir mit der Aktion Mensch unterwegs vor der Bundestagswahl und haben halt die Wahllokale auf Barrierefreiheit getestet. Mhm. Zuerst war der Raul mit im Team, noch mit dem Michael Wahl, der ist blind, und mit der Petra Groß, die hat eine Lernschwäche. Ich habe mich da so ins Team reingeschmuggelt. Er war Busfahrer. Ich fand das Projekt so gut und ich habe gesagt, ihr braucht einen Busfahrer. Ne? Und da bin ich als Busfahrer mitgekommen und da habe ich halt eine ganze Menge... Du warst der Busfahrer? Ja. Das kann nur eingeben. Er war wirklich der Busfahrer. Es ist nicht nur für die Medien der Busfahrer, er war wirklich der Busfahrer. Ja. Der Trend geht zum Promi-Busfahrer, hast du ja gesagt. Absolut, habe ich auch gesagt. Absolut, ne? Ja, und da waren wir halt miteinander unterwegs und ich komme ja eigentlich beruflich eher, bin ja Diplompädagoge und habe in Behindertenwerkstätten mit Menschen mit geistiger Behinderung zusammengearbeitet. So der Themenbereich Körperbehinderte ist für mich auch dann irgendwie so ein Gebiet, was es zu erforschen gilt. Und deswegen halt einfach mal eine Woche so zusammen zu sein, zum Beispiel mit dem Raul. Das hat einfach irgendwie meinen Sinneskreis erweitert. Das kann ich jedem auch nur mal raten, sich mal einfach in den Rollstuhl reinzusetzen und das mal nachzuempfinden, was da passiert. Und wenn wir dann noch mal über Barrierefreiheit reden, dann sieht man alles wirklich mit anderen Augen. Ne? Das muss man echt mal am eigenen Leib erfahren. Ich würde gerne noch 2 Sachen ergänzen, wenn ich kann. Und zwar einmal, ich glaube, natürlich ist es so, dass niemand in der Gesellschaft dagegen ist, dass Menschen im Rollstuhl auch die Schule besuchen. Ja, ich glaube, rollstuhlfahrende Menschen sind schon, sagen wir mal, die Luxusbehinderten, wenn man es jetzt mal hart formuliert, über die keiner mehr wirklich ernsthaft debattiert, außer der Brandschutz und fehlende Aufzüge oder so. Mhm. Aber ich meine, was momentan sehr stark passiert in dieser ganzen Inklusionsdebatte, ist, dass vermeintliche Experten über dieses Thema sprechen, aber selten Betroffene zu Wort kommen. Und vor allem Menschen mit sogenannten Lernschwierigkeiten oder eben Menschen, die angeblich verhaltensauffällig sind, die werden gar nicht gehört, was sie eigentlich wollen. Und das finde ich wirklich fatal. Und man hört die ganze Zeit irgendwelche Gehirnforscher und Gesundheitsexperten, Schulminister und so. Aber wahrscheinlich haben die selber noch nie ernsthaft mal länger als 10 Minuten mit so jemandem verbracht. Und das finde ich sehr schade. Mhm. Und auch da hilft es, sich auch mal mit ihrem Buch zu beschäftigen, dem ich auch ein paar unglaubliche Dinge entnommen habe. Zum Beispiel, dass man damit rechnen muss, wenn man in einem Rollstuhl sitzt, dass einem Menschen sogar im Zweifel ein Telefon klauen oder einfach abhauen, weil sie wissen, aber das passiert nicht jeden Mal. Also ich meine, da würde ich jetzt sagen, so setzt... In jedem Fall alles auch nachzulesen und sehr beeindruckend. Oder einfach nur mal über die schlichte Frage nachzudenken, wie holst du dir eigentlich Geld am Geldautomaten, wenn du nämlich gar nicht drankommst und musst dann jemandem deine PIN-Nummer zum Beispiel anvertrauen? Oder man geht zu den kruden Öffnungszeiten von Banken
sein Geld offiziell am Schalter holen. Ja. Beispielsweise. So, wir haben Dirk und Uwe Martens bei uns. Zwei Menschen, die Zwillinge sind. Eineige Zwillinge. Dieselben Eltern, dasselbe Ei, aus dem sie entsprungen sind, dieselbe Erziehung genossen und trotzdem zwei, die unterschiedlicher eigentlich nicht sein könnten. Ist richtig? Kann man das so zusammenfassen? Ja, das würde ich sagen. Ja, oder? Es gibt vieles Gleiches, ja. Und in einigen Punkten sind wir wesentlich sehr unterschiedlich. Ja. Das kann man sagen. Wo ist der größte Unterschied? Also ich könnte niemals in der Haut meines Bruders leben. Das fängt schon beim Autofahren an, das hört beim Telefonieren an. Als wir heute hierher gekommen sind, habe ich bestimmt 5-mal im Auto so gemacht. Und habe wirklich Angst um mein Leben gehabt, weil der Uwe so ein Raser ist. Nein, das stimmt nicht. Natürlich. Nein, doch. Ich weiß es. Nein. Nein. Über 200 stand auf dem Tacho. Ich schwör's. In der Innenstadt. Nee. Also. Autobahn. Dann hat mein Bruder ständig kommuniziert und ständig. Stimmt nicht. Ja doch, du musst es doch zugeben. Es ist wirklich so. Also ich habe heute 5-mal Herzrasen gehabt, war dem Herzinfarkt nahe. Und ich gehöre eher zu denen, die eher so ein leises Leben führen. Und mein Bruder führt ein lautes Leben. Das muss man auch sagen, mein Bruder hat ja auch 6 Kinder. Und wenn man 6 Kinder hat, ist das Leben sowieso laut. Ja. Und ich habe keine Kinder, ich lebe alleine, also ist es leise. So. Und wann haben Sie das erste Mal gemerkt, wir sind da vielleicht an dem einen oder anderen Punkt ein bisschen anders tatsächlich und unterscheiden uns? Wann hat sich das erste Mal gezeigt? Wer hat Fußball gespielt, wer nicht? Also der Uwe hat Fußball. Dirk war eine Flasche. Dirk war eine Flasche im Fußball. Ja. Ich habe Fußball gespielt. Ich war immer in der Stammmannschaft. Ich habe mir immer gesagt, ich bin der Flankengott des Ruhrgebiets. Ja. Ich habe immer die 7 von Rüdiger Abramczyk getragen. Und Dirk hat versucht, mit Fußball zu spielen. Aber das nannte man Versuch und Irrtum. Das ist die Wahrheit. Er war in vielen Sachen viel besser. Eurovision. Viel besser. Nein, aber Fußball konnte er nicht spielen. Ja. Was soll man ihm sagen? Du musst es ja nicht so laut sagen. Also, weißt du, das hatten wir ja schon. Ne? Eurovision ist ja kein Sport. Ne? Aber Dirk Martens hat im Vorgespräch gesagt, ich stand auf Cindy und Bert, Mireille Mathieu, Barbie-Puppen und Hochzeitskleider. Das stimmt, ja. Da waren wir ganz unterschiedlich. Ja. Ja, das wann hat sich das erste Mal bemerkbar gemacht, diese Liebe zu Hochzeitskleidern und Barbie-Puppen? Also das mit den Hochzeitskleidern, ich schäme mich heute auch ein kleines bisschen dafür. Aber ich weiß nicht, warum es so war. Ich fand das schick, wenn ich früher als kleiner Junge im Hochzeitskleid rumgelaufen bin. Das kam nicht so gut an. Mein Bruder hat sich auch manchmal versteckt auf dem Schulhof und wollte nichts mit mir zu tun haben. Ich bin nicht im Hochzeitskleid in die Schule gegangen, das muss ich auch sagen, aber es war so hin und wieder, also der Uwe und ich, wir haben schon Zeiten gehabt, wo wir so auseinander waren, dass der Uwe, glaube ich, schon sehr gerne von mir Abstand genommen hat. Das kann man ruhig sagen. Es ist die Wahrheit. Es ist die Wahrheit. Also der Dirk und ich, wir haben ja gleiche Elternhausgenossen. Und so haben sich irgendwann in der Pubertät haben sich die Interessen auseinandergelagert, definitiv so. Und so habe ich dann in den Jahren der Pubertät habe ich 4-5-mal die Woche Sport gemacht. Dirk hatte zu dem Zeitpunkt völlig andere Interessen. Hochzeitskleider, Barbie-Puppen, Mireille Mathieu, Cindy und Bert. Auch Mädchen. Riesending. Der hat die schönsten Frauen gehabt. Ja, du musst es doch nicht so. Was sagst du das denn so? Ja, ja. Du sagst es so, als wenn es ein Wunder ist. Ich sage das nur deswegen, weil ich gar keine hatte. Also deswegen war das ein Riesending. Stell dir mal die Frage, warum. Er hat ja auch mehr Zeit, sich darum zu kümmern. Er war ja nie beim Sport, ne? muss man sagen. Ja. Doch, Tischtennis haben wir eine Zeit lang gemeinsam gespielt, aber Uwe war immer die Nummer 1. Also im Tischtennis waren wir beide sehr gut. Uwe war wirklich immer die Nummer 1. Ich war immer schlechter als mein Bruder. So, und jetzt sagt er, Sie hatten immer die schönsten Mädchen. Ja. War Ihnen das wichtig? Das kann ich jetzt gar nicht so sagen. Aber ich weiß, dass ich das, ich war, glaube ich, so ein Frauenversteher. So, in der Jugend. Wir haben da Tee getrunken, die Mädchen haben es geliebt, in meinem Kreis zu sitzen. Und ich Tee zu trinken? Ja, habe ich doch auch gesagt. Aber wirklich. Aber also, ich glaube, ich kam bei den Frauen ganz gut an, weil ich nichts wollte. So. Wissen Sie, ich glaube,
ich einem Mädchen damals gesagt habe, kommst du mit zu mir nach Hause? Die musste nie Angst haben. Nee, bei Uwe war das anders. Da stand Schweiß auf der Stirn schon. So, und wenn sich das dann plötzlich so herausstellt, dass da zwei Jungen sind, die, wie gesagt, selbe Mutter, selbes Ei sogar, ja, sich bis zum Verwechseln ähnlich sehen, das auch mal ausgespielt haben oder ausgenutzt haben, dass man nicht genau wusste, wer wer ist? Frage? Nur in den ersten drei Jahren, wir wurden ab der dritten Klasse auseinandergesetzt. Also ersten drei Jahren der Schulzeit. Ja. Mhm. Also da kam es dann vor, dass jetzt nicht allzu häufig, aber Uwe war in Mathe besser, ich war in Deutsch besser. Und ich habe für Uwe die Arbeiten in Deutsch geschrieben und Uwe die Arbeiten für mich in Mathe. Das macht dann gewissen Sinn. Ja. Ja. Mhm. Das haben die nicht gemerkt. Ohne Zweifel macht das Sinn. Ja, das stimmt. So, aber das hat man nicht gemerkt. Aber es war so, also wann immer wir eingeschult wurden, wir haben viele Schulen besucht. Spätestens nach zehn Tagen kam der Anruf dann der Klassenlehrer oder der Schulleitung, dass sie gesagt haben, Herr Martens, es tut uns leid, aber Ihre Söhne können nicht zusammen in einer Klasse sein. Das geht nicht. Ich verstehe. Das überfordert uns alle. Und so wurden wir dann immer getrennt. Also wir haben nur maximal 10 Tage pro Klasse zusammen in der Klasse verbracht. Wobei ich das jetzt nicht verstehe. Das hätte man doch auch später dann bei den Frauen ausnutzen können und sagen können, ich bin Uwe, ich bin Dirk. Dafür komm ruhig zu mir nach Hause. Nee, dafür war ich nicht zu haben. Ich will nur Tee trinken. Nee. Ja. Nee. Und ich war nicht an Tee trinken interessiert. Ja. So, und dann merkt man plötzlich, da geht jetzt etwas auseinander in einer Art und Weise, mit der man wahrscheinlich selbst am Anfang noch gar nicht so richtig anfangen kann. Sie beschreiben das in Ihrer Biografie und sagen, die Mädels, die waren eigentlich immer da, die fanden mich gut, die fanden mich hübsch und schön, aber ich wollte von denen gar nichts. Ich war verliebt in Kai. Also, es, sagen wir mal so, mein Bruder schämt sich jetzt schon. Nein, hör auf, du musst dich nicht schämen. Ich schäme mich wirklich nicht. Aber ich wollte damals aussehen wie Leif Garrett. Das war so ein Popkünstler aus Amerika. Und der hatte eine Dauerwelle. Und Kai hatte auch eine Dauerwelle. Und ich dachte damals, wie toll das wäre, wenn ich auch eine Dauerwelle hätte. Das war der größte Fehler meines Lebens. Ich habe dafür wirklich 10 Stunden auf dem Feld geackert, um diese scheiß 50 Mark zu bekommen. Und bin zum Friseur gegangen, habe gesagt, ich möchte eine Dauerwelle haben mit Locken, die ganz lange halten. Dann habe ich so Mini-Please bekommen. Das war sehr schlimm. Das war wirklich sehr, sehr schlimm. Ich habe sehr gelitten. Ich weiß noch, als ich damals die Tür aufgemacht habe, vis-à-vis vom Haus war die Bushaltestelle. Und ich habe die Tür mit meinen Locken aufgemacht. Und dann habe ich nur gehört, er kommt. Also das war sehr schlimm. Und ich weiß auch, für meinen Vater war das auch sehr schlimm. Der hat auch hin und wieder gesagt, warum kannst du nicht so sein wie Uwe? Ja. Ganz normal. Diese Dauerwelle. Ja. Die hatte den Sinn, Kai zu beeindrucken. Ja. Hat das funktioniert? Nein. Es hat mir auch nicht geschadet, aber es hat mir auf keinen Fall geholfen. Ich muss es leider zugeben. So, ich würde es auch heute keinem mehr raten. So einen Scheiß soll man nicht machen, wirklich nicht. Dauerwelle, um Kai rumzukriegen. Also wirklich, ja. Weil es ja auch, wenn Sie Mini-Please haben, das waren die kürzesten kleinen Locken, die man haben konnte. Das hat ja jahrelang gedauert, bis die weg waren. Ja. So viel Regen Anfang, konnte gar nicht runterkommen. Und es, am Anfang sah es ja noch schlimmer aus. Also später, wenn die rauswachsen, und dann konnte man schon irgendwie sowas machen. Aber es war unangenehm. Ich schäme mich heute ein bisschen dafür. Gibt es da nicht ein Foto? Ich glaube, es gibt leider kein Beweisfoto aus leider dieser nicht. Zeit. Nein, ja. Leider nicht. Mhm. Oder Gott sei Dank, je nachdem, wie man das sehen will. Trotzdem noch mal die Frage, also es ist eine ganz ernst gemeinte Frage. Wenn man dann plötzlich merkt, man hatte andere Interessen. Und die Familie ist doch auch, wenn da zwei so Rabauken unterwegs sind, die ist ja dann irgendwie gepolt. Die sagt, na ja gut, also sind unsere Zwillinge. Und wir sind es gewohnt, dass die erstens gleich aussehen, dass sie sich zweitens auch am Anfang wahrscheinlich relativ gleich anziehen. Und das sind einfach unsere zwei süßen Jungs. Und plötzlich entwickeln die sich auseinander. Wann wird dann irgendwann klar, Uwe, Dirk ist anders, Dirk ist schwul? Das war eigentlich relativ, ich wohnte in Hamburg damals und ich war 20 Jahre, glaube ich, alt, wo ich das durch Zufall eigentlich auf meiner Couch erst gesehen habe. Was heißt denn gesehen? Ja. Ehrlich, was heißt das, gesehen? Ja, du hast bei mir auf meiner Couch geknutscht. Jetzt hör doch mal auf. So, also, Wahrheit muss Wahrheit bleiben. Und erst da habe ich das erfahren. Ich habe damit keine Probleme gehabt. Also, das ist ja noch nicht so lange her, 30 Jahre zurück. Aber du bist jetzt mal ruhig. Du bist jetzt wirklich mal ruhig. Aber nein. Du schadest mir. Wirklich. Nein, wirklich. Du schadest mir. Oder die.
In der Familie, wann geht man irgendwann offen damit um und sagt zum Vater, Mutter, pass auf, also ich muss euch da was sagen, oder sagt man gar nichts? Ich kann es wirklich in einem Satz sagen, es war nie ein Problem zu Hause. Es war nicht vom Problem? Überhaupt nicht. Meine Mutter hat mich gefragt, ich habe ja gesagt und alles war gut. Mhm. So. Punkt. Genau. Wir müssen das jetzt auch nicht stundenlang thematisieren. Nein. Das wird nur eine grausame Heimfahrt, sage ich dir jetzt schon. Dann fahre ich. Und Sie sagen gerade Hamburg. Ist es wahr, dass er irgendwann auch ein paar seltsame Nebenjobs hatte in seinem Leben? Also Dirk hat in den jungen Jahren hat er Jobs ausgeübt, das war jetzt nicht der Elektroniker, oder das waren andere Jobs. Aber ich habe ja auch Nebenjobs gehabt in meiner Schulzeit, wo ich dann beim Förster gearbeitet habe. Dirk hat dann, das habe ich aber auch erst einiges später erfahren, Dirk hat dann eben andere Jobs gehabt, aber er hat gearbeitet. Was? Samenspender. Ich war Proband, also ich muss heute immer noch sagen, also die Eltern tun mir heute noch leid. Das gebe ich wirklich zu. Mir tut es wirklich leid, aber es war ja nicht so lange. Ich habe als Proband für Psychopharmaka gearbeitet. Das war eine Zeit, wo es mir wirklich finanziell sehr schlecht ging. Sie haben Tabletten getestet? Ja. Und ist da irgendwas zurückgeblieben von, oder? Ich glaube nicht. Ja. Also, ich glaube, dass ich das ganz gut alles überstanden habe. Also wie gesagt, ich habe vom Tellerwäscher bis Schwarzgeschirrspüler, Proband, ich habe alles gemacht, was man machen konnte. Und auch mit der Naivität, die damals noch in mir wucherte. Ich weiß ja nicht, ich glaube nicht, dass ich das mit meinem Wissen heute machen würde. Aber damals, das war nun mal so, ich war so pleite. Und man hat mir damals gesagt, du bekommst 2.800 Mark, wenn du diese Pillen schluckst in Ulm. Und ganz ehrlich, ich habe nicht die Entfernung und eine Idee gehabt, wie das ist, 2.800 Mark zu haben. Und dann habe ich gesagt, jetzt Augen zu und durch. Das hätte ich nicht machen sollen. Also die Zeit da war schon anstrengend. Aber ich habe mir dann das Geld in 5-Mark-Scheinen auszahlen lassen. Weil ich mal wissen wollte, wie das ist, so ein Bündel Geld in der Hand zu haben. Und damals war ich sehr glücklich. Aber ja. Also, danke. Raoul. Wir reden ja die ganze Zeit über ihn. Die Frage ist ja, wie war eigentlich sein Leben? Das scheint ja dann das vermeintlich normale Leben zu sein. So jedenfalls stilisiert ihr das hier gerade. Was lief denn bei dir? Ja, also, 6 Kinder, kann ich nur sagen. Da lief einiges. Also, auch das muss eine Korrektur haben. Da hat der Hintergrund zu, ich habe 5 eigene Mädchen. Mhm. Das am Rande. Aber es lebt ein Junge mit dabei, den ich natürlich genauso schätze und lieb habe, wie meine eigenen Kinder. Aber das ist ein anderes Thema. Ihr seid so eine Patchwork-Familie praktisch, genau, ne? Genau, wie es heute viele gibt. Und habt 6 Kinder, die auch Samenspender. Er ist Samenspender in gewisser Weise auch, aber blieb alles in der Familie. Kann man vielleicht so zusammenfassen, ne? Ja. So, ich bin im Obstgeschäft tätig, bin Unternehmer und bin aber bundesweit immer unterwegs. Genau. Und Dirk Martens ist der Mann, der heute, kann man mit Fug und Recht so sagen, haben wir schon einmal sehr unterhaltsam darüber erzählt, den schönsten Waschsalon Deutschlands hat in Berlin. Nebenbei ein sehr erfolgreicher Schauspieler, hat auch schon sehr viele Leichen gespielt. Also ein erfolgreicher Schauspieler, Mehr getötet, als dass ich als Leiche. Wollte es gerade sagen, hat auch viele Leute umgebracht seinerseits, also immer als Schauspieler. Und ist jemand, der immer eine große Bereicherung ist, auch für diese Sendung. Nicht jeder Fleck muss weg. So heißt dieses schöne Buch, das Sie darüber gemacht haben. Und ich glaube, nach dem heutigen Abend können wir das auch einfach mal so stehen lassen. Nicht jeder Fleck muss weg, so bunt kann das Leben sein. Und so ist es auch gut so. Und wenn es jemals eines Beweises bedurfte, dass bestimmte Dinge, die dann irgendwann zutage treten, einfach ganz gottgegeben und natürlich sind, dann war es dieses Gespräch heute Abend. Herzlichen Dank, Dirk und Uwe Martens. Bedanke mich sehr herzlich für den Besuch in der Sendung. Bedanke mich ebenfalls ganz, ganz herzlich bei Gildehorn und bei Raoul Krauthausen, den wir hoffentlich irgendwann wieder hier sehen, weil wir noch viel zu besprechen haben. Herzlichen Dank, Gildo. Bedanke mich ganz, ganz herzlich
bei Guido Diego Buchwald. Und ich bedanke mich genauso herzlich bei Franziska von Almsick, der wir alles Gute wünschen für My Body. Das war's für heute. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Und wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen. Bis dahin. Dankeschön. Tschüss.